herzlich willkommen bei Matrix. Wir haben jetzt 20 vor 9. Ricardo begleitet mich heute mal in Holland bei einem kleinen Open Match. Hier sind 15 Angler. Wir angeln heute hier am Ems-Kanal in Blockum. Ich habe Platz Nummer 15 gezogen, den Kopfplatz. Flo ist auch noch mit, der sitzt auf der 12, ein paar Plätze weiter. Ja, ich bin das erste Mal hier an diesem Bereich. Ist ungefähr 65 bis 70 Meter breit hier. Ich habe mir jetzt zwei Distanzen gelotet, einmal 22 und 44 Meter. In dem Bereich werden wir heute angeln. Ich habe von gestern, haben wir schon trainiert, an einer anderen Strecke noch ein bisschen Futter über. Das reicht aber für heute leider nicht aus. Wir mischen jetzt noch mal ein bisschen was nach. Und da das Angeln gleich losgeht, müssen wir uns ein bisschen sputen. Kommt mit. So, ich habe schon mal ein bisschen Wasser geholt. Füllen wir mal hier um. Wir angeln heute, ja, mein Lieblingsfutter aus dem Hause Hayoki Drescher. Bremen L 2:1 gemischt, noch ein bisschen Hanf mit dazugepackt. Ganz einfach. So sieht das Ganze nachher aus. Trocken. Davon nehmen wir uns jetzt mal ein bisschen raus hier. Braucht nicht allzu viel. Wie gesagt, wir haben noch was von gestern über. Das kommt wieder mit nach Haus. Das mischen wir jetzt an. Ganz vorsichtig sein mit dem Wasser. Ist natürlich jetzt auch gefährlich, was ich hier mache. So. Hier soll es viele große Fische geben in dem Bereich hier. Ich lasse das Futter heute auch hell. Ich mische das jetzt nicht dunkel an. Ein bisschen mehr Wasser rein. Das Futter kann jetzt noch ein bisschen durchziehen, während wir die erste Mischung durchangeln. Ah, herrlich. Das sieht so gut aus hier. Das Futter. Wenn wir da heute nichts mitfangen, dann weiß ich auch nicht. Das siebe ich jetzt einmal durch und dann geht es zum Platz. Die letzten Vorbereitungen treffen. Wir sehen uns gleich zum Start. So. Ein paar Köder brauchen wir ja auch noch. Ich habe meine Würmer immer in diesen Airflow-Tabs. Die sind richtig praktisch. Bleiben die gerade bei warmen Temperaturen immer frisch, kommt genug Sauerstoff ran. Sieben wir jetzt mal ein paar aus. Ich mache hier mal mit unserem austauschbaren Sieben hier mit den Siebeinsätzen. Da nehme ich immer das große Sieb für. Seht, da sind richtig grobe Klumpen an Erde drin. Die lasse ich jetzt einfach eine Viertelstunde stehen. Dann kann man oben die Erde einmal absammeln und dann haben wir perfekte Angelwürmer. Ja. Jetzt hole ich noch ein paar Maden und Pinkies aus dem Auto und ein paar Caster. Die waschen wir gleich nochmal aus. Dann kann es losgehen. Hier erkläre ich nochmal gleich das Setup, bevor die Startfütterung anfängt. Und dann ja, hoffen wir, dass wir heute ein paar Fische fangen. So, es ist 9 Uhr, Startpfiff. Ich habe jetzt nochmal ein paar Würmer geschnitten, die wir gleich da füttern. So, wie gesagt, ich habe zwei Bahnen, eine kurze, eine lange. Ich werde jetzt auf der kurzen Bahn anfangen wollen zu angeln, deswegen fütter ich die jetzt zuerst. Da mache ich jetzt ein paar Caster, ein paar geschnittene Würmer und ein paar Pinkies rein, von jedem etwas. Füttern wir jetzt erstmal drei Körbe und dann füttern wir die lange Bahn ein bisschen intensiver. Größere Körbe, auch ein bisschen mehr Köder dahin legen, weil die Bahn werde ich zum Anfang nicht beangeln. Die werde ich erstmal ein bisschen ruhen lassen, in der Hoffnung, dass da ein paar größere Fische sind. Weil wie gesagt, der Kanal ist hier, keine Ahnung, 65 Meter breit. Alle werden jetzt so ungefähr eine kurze Bahn zwischen 15 und 25 Meter angeln. Und ich hoffe einfach, dass wir da draußen gerade auch aufgrund des Endplatzes ein bisschen mehr Ruhe haben. Und sich vielleicht der ein oder andere bessere Fisch da einstellt. Bin echt gespannt, was hier heute geht. Wie gesagt, ich bin hier noch nie gewesen.
finde ich auch immer ganz wichtig. Jetzt sieht man natürlich die Leute alle schön in der Reihe sitzen. Mal beobachten, was die anderen auch tun bei der Startfütterung. Wo die hinwerfen, wie viel die auch füttern. Das finde ich immer ganz wichtig zu beobachten. Damit man, wenn man sieht, dass irgendeiner in der Reihe irgendwas Besonderes gemacht hat und vielleicht dann einen Fisch fängt, dass man seine Angelei dann dem vielleicht ein bisschen anpassen kann. Es ist immer schwierig, einen anderen Angler zu kopieren komplett. Wir haben ja jeder ihren eigenen Stil, aber so ein bisschen kann man sich da, finde ich, immer rausgucken. Ja, aber wie gesagt, die füttern alle relativ gleich, alle eine kurze Bahn. Ein paar Leute werfen auch schon lang, habe ich gesehen. Schauen wir mal, ich bin gespannt. So, das war jetzt der dritte Korb auf der kurzen Bahn. Warten wir noch einen Augenblick, bis sich das Futter gelöst hat. Und dann schauen wir mal. So, kurze Bahn ist fertig gefüttert. Jetzt kommen wir zur langen Bahn. Kurze Bahn angle ich mit der Ethos Slim in 3,30 Meter und eine 3,50 habe ich aufgebaut. Für die lange Bahn, da habe ich nur eine Rute aufgebaut, eine 3,60er Horizon Pro S-Class. So, draußen machen wir richtig schön viele geschnittene Würmer, viele Caster. Da lassen wir die Pinkies mal weg, weil da wollen wir größere Fische fangen. Oder versuchen wir jedenfalls. Beim Loten hatte ich hier eine Tiefe von ungefähr 7,8, 7,5 Sekunden auf beiden Bahnen. Drüben an der Spundbahn konnte ich nicht angeln. Da liegen so viele Steine im Wasser. Also das sind eigentlich die kürzeste Bahn, die ich befischen kann und die längste Bahn, die ich befischen kann, sauber. Ja. Da hier auch ein paar Schiffe fahren, hoffe ich einfach, dass ich dann auch an den Steinen, die hier vorne reingehen, vielleicht unten ein paar Köder noch mal festsetzen und dass die Fische dann eher da lang ziehen als in der Mitte, in der Fahre. Ne? Mal gucken. Aber an einigen Plätzen soll man hier auch drüben angeln können. Da soll das Ufer wohl, der Untergrund an der Spundwand besser sein. Aber bei mir ist definitiv kein vernünftiger Boden zum Angeln da. Aber scheinen hier alle Leute zwei Bahnen zu fischen. Ist der Ansatz schon mal nicht verkehrt, denke ich mal. Die Holländer werden sich hier ein bisschen besser auskennen als ich. Ist auch ein relativ kleines Wettangeln hier. Da kommen oft immer dieselben Leute nachher. Haben wir schon festgestellt. Die kennen sich dann natürlich an den Strecken gut aus. Halt auch nach dem Reinwerfen die Rute ein bisschen unter Wasser. Nimm gleich immer Spannung auf und kurbel dann auch immer gleich. Habt ihr vielleicht schon gesehen. Einfach aus dem Grund, weil die geflochtene Schnur ja relativ langsam absinkt und wir ein bisschen Seitenwind hier haben, ganz leicht. Und sich so ein Schnurbogen ziehen würde. Und um die Schnur möglichst schnell unter Wasser zu bekommen, packe ich halt die Rutenspitze hier einfach unter Wasser und baue immer gleich direkt Spannung auf. Zum Anfang. Wenn ich dann fertig bin nachher zum Angeln, kann ich wieder entlasten. Und dann habt ihr die Schnur schön unter Wasser nachher. Habt ihr nicht so einen riesen Schnurbogen drin. Finde ich ist auch immer ganz wichtig. Sehe ich auch bei ganz vielen Anglern, dass sie das nicht richtig machen.
Beziehungsweise, ob es richtig ist oder nicht, muss ja jeder für sich selber wissen. Aber ich finde die Bissanzeige dadurch einfach viel, viel genauer. Andere Leute sehen vielleicht die Bisse gar nicht, weil sie so einen riesen Schnurbogen haben. Bin zusammen mit Flo Hinz hierher gefahren. Wir hatten gestern schon an einem anderen Gewässerabschnitt ein bisschen geangelt. Flo sitzt jetzt heute drei Plätze weiter links von mir. Fährt man schon ins Ausland und dann sitzen die trotzdem alle nebeneinander. Ne? Alle Leute, die man so kennt. Aber mal gucken, wie das wird. Der Vorteil ist natürlich, wenn man mit mehreren Leuten herfährt und so einen Wettkampf angelt. Ich mache das immer so. Ich spreche immer relativ frei mit den Leuten, mit denen ich hierher fahre. Über Taktik, Distanzen und Füttern, dass man sich so ein bisschen abspricht. Dass man vielleicht auch mal an unbekannten Gewässern auch mal verschiedene Sachen ausprobiert, so wie hier jetzt. Bin ich mal gespannt, was Flo heute berichtet. Mit dem will ich auch noch mal ein bisschen Kontakt halten während des Angelns. Um zu sehen, wie es bei ihm läuft, was vielleicht gut funktioniert, wenn er es mir denn verrät. Aber ich denke schon, wir sind da mal relativ offen mit Informationen. So, einen Korb füttern wir noch. Und dann fangen wir an, auf der kurzen Bahn zu angeln. Ich habe wie immer eine Freilaufmontage, eine Perle, die frei auf der Hauptschnur gleitet. Ich werde heute mal anfangen mit einem 14er MXB2 mit 14er Schnur. Ungefähr 60 cm langes Vorfach, denke ich mal. Da muss man mal gucken, wie sich das entwickelt. Ob man feiner angeln muss, ob man gröber angeln kann. Bin auch mal gespannt, wie viele Schiffe hier heute durchkommen. Gestern sind da allerhand Schiffe gefahren. Aber heute ist tatsächlich noch nicht ein einziges hier durchgefahren. Vielleicht haben die auch Sonntagsruhe hier. Wäre natürlich schön fürs Angeln. Kann man den Platz besser aufbauen. So, kommt die Rute weg. So, was man vielleicht auch gesehen hat, ich habe zwei Fiederarme aufgebaut. Das mache ich an allen Gewässern, wo mit Strömung zu rechnen ist. Einfach damit man die Rute mal hochlegen kann, die Spitze ein bisschen entlasten kann, den Strömungsdruck aus der Schnur nehmen kann. Würde ich jetzt zum Beispiel im Stillwasser nicht machen, da würde ich die Rute immer runter machen. So, jetzt fangen wir mal an. Lassen jetzt erstmal nochmal den Medium Speed Corb drauf. Damit wir ein bisschen mehr Futter reinkriegen am Anfang. Fangen wir mal an mit zwei Floatern am Haken. Einfach durch den Kopf gestochen. So, dann kommt jetzt der erste Wurf auf kurz. Hoffen wir mal, dass wir nicht allzu lange auf den ersten Biss warten müssen. Unseren digitalen Fischklicker habe ich hier auch immer an der Seite montiert. Da drücken wir jetzt gleich mal die Stoppuhr zum Start. Ich werde am Anfang wieder meinen berühmt-berüchtigten 4-Minuten-Rhythmus fischen. Und dann mal schauen, wie sich das Angeln entwickelt. Das finde ich immer das Spannendste am Angeln. Wann kommt der erste Biss? Ne? Manchmal wird man total davon überrascht, da rechnet man gar nicht mit dem Biss. Direkt im ersten Wurf. Manchmal muss man stundenlang warten. Aber ich gehe heute mal mit einem positiven Gefühl ran. Wie gesagt, die Runde ist nicht allzu groß, 15 Teilnehmer. Dann sitze ich hier noch auf dem Kopfplatz. Das ist
ganz oft, nicht immer, aber oft auch von Vorteil, gerade an solchen Kanälen. Dann kommt von außen ganz oft immer frischer Fisch auf die Strecke, den man dann zuerst abgreift. Gerade wenn es ganz schwierig ist und das nur um ein paar Kilos geht, ist es in der Mitte dann meistens immer sehr, sehr zäh. Ne? Wenn man da nicht gerade mal einen Schwarm stehen hat oder ein paar Standfische wegfangen kann, ist das meistens aus der Mitte raus immer sehr, sehr schwierig dann. Ne? Was ich jetzt auch am Anfang mache, ich werde mit jedem Wurf den Hakenköder wechseln. Dann werde ich mal Caster ranmachen, dann werde ich mal Würmer ranmachen, mal Pinkies, mal Kombinationen aus beiden. Damit wir einfach möglichst viel und möglichst schnell den besten Köder rausfinden. Aber vom Gefühl her, denke ich mal, wird man hier wahrscheinlich mit ein, zwei Maden oder mit zwei, drei Würmchen oder einer Kombination aus zwei, drei Würmern und einer Made heute vielleicht die besten Bisse kriegen. Hier sollen relativ große Fische sein. Ja, schauen wir mal. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich habe in der Rute eine halbe Unze drin. Wir haben hier so ein bisschen Wechselströmung, je nachdem, wenn man Schiff kommt. Eben war es die ganze Zeit ruhig. Jetzt fängt sich so langsam an, ein bisschen Druck aufzubauen auf der Spitze. Könnte natürlich ein Zeichen sein, dass hier bald mal ein Schiff langfährt. So, erst in 4 Minuten um. Ohne Biss. Wäre natürlich auch zu schön, um wahr zu sein, wenn das gleich so starten würde. Aber schauen wir mal. Ja, die erste Stunde ist jetzt vorbei. Ich habe weder einen Biss gehabt, keinen Schnurrschwimmer, noch habe ich bei allen anderen was gesehen. Ich habe schon mal kurz mit Flo geschnackt. Der hat auch noch keine Indikation gehabt. Scheint heute ein hartes Po zu werden. Nicht mal irgendwie kleine Fische unterwegs, gar nichts. Ja, schauen wir mal. Ich würde jetzt auf jeden Fall noch mal die erste Stunde oder die zweite Stunde jetzt noch mal auf der kurzen Bahn verweilen. Dass wir, wenn da wirklich mal ein einzelner Fisch vorbeikommt, den wirklich auch sicher abgreifen können. Ich habe ja drüben ausreichend gefüttert. Das heißt, wenn jetzt sowieso so wenig Fisch unterwegs ist, dann liegt da hinten auf jeden Fall mehr als genug. Vielleicht sogar schon zu viel. Wie gesagt, und nach 2 Stunden werde ich dann das erste Mal drüben auf die Bahn gehen, dass da wirklich ganz viel Ruhe ist. Dass, wenn das wirklich so ein schwieriges Match heute wird, dass die Brassen oder Skimmer, je nachdem, was wir fangen, Rotaugen, da drüben auf jeden Fall Ruhe haben und sich vielleicht ja, auf dem Futterplatz niederlassen und da verweilen. Und nicht immer die Körbe haben, die sie um die Ohren kriegen. Ja, mal schauen. Also, bis jetzt auf jeden Fall ein hartes Brot hier. Ich habe auch schon mal ein paar Mal in der Schnur gespielt, mal den Korb über den Boden gezogen. Auch da keine Indikation. Ich habe jetzt mittlerweile sämtliche Köderkombinationen durch. Ja, läuft alles gleich schlecht. Ja, müssen wir mal schauen. Wie gesagt, nach 2 Stunden gehe ich auf jeden Fall einmal auf die lange Bahn. Und dann fangen wir an, ein bisschen rum zu experimentieren. Ich würde jetzt nach der ersten Stunde noch nicht ganz so nervös sein. Da kann noch viel passieren in den letzten 4 Stunden. Gerade an solchen Kanälen, gerade Richtung Kopfplatz. Ja, schauen wir mal. Da hinten scheint das erste Schiff zu kommen. Habe jetzt auf jeden Fall leicht Druck in der Spitze. Schauen wir mal. Vielleicht wirbelt der mal ein bisschen was durch. Ist auch ganz oft in solchen Kanälen, dass gerade nach den Schiffen die Fische beißen. Weil die durch den Sog natürlich dann aus den Steinpackungen dann auch, ich sag mal, kleine Tierchen und alles, was hier so ins Wasser reinfällt, dann wieder freispülen oder freisaugen. Und hat man auch ganz oft, dass dann die Barsche und Aale in der Rotaugen und auch die Brassen dann gerade nach den Schiffen
mal so eine kleine Beißphase haben. Und dann hoffen wir mal, dass hier noch ein bisschen was passiert. Nicht, dass das wieder so ein langweiliges Match wird. Den Rhythmus von 4 Minuten behalte ich trotzdem bei, auch wenn es jetzt so schlecht beißt. Einfach in der Hoffnung, dass von außen ein bisschen Fisch reinzieht und durch den höheren Rhythmus vielleicht ein bisschen aufmerksam wird auf dem Platz. Allerdings lasse ich die Köder nicht ganz raus, aber reduziere den Anteil. Nützt ja nichts, wenn da nachher ein halber Liter Köder unten liegen, aber wir noch nicht mal einen Biss gehabt haben. Ne? Aber auf jeden Fall, dass wir immer wieder werfen, ein bisschen Futter darunter bringen. Stunde ist jetzt auch vorbei. Ich habe immer noch keinen Biss gehabt. Ich habe von einem Mini-Alan gehört, der auf der Strecke gefangen worden sein soll. Ja, das ist natürlich nicht doll. Ich gehe jetzt mal auf die lange Bahn. Schauen wir mal, ob wir da noch was kriegen können. Ich mache jetzt auch nur noch ganz, ganz wenige Köder rein. Scheint heute vielleicht nur um 1, 2 Fische zu gehen. Die wollen wir dann natürlich nicht noch sättigen. Flo hat auch schon eine Zeit lang drüben geangelt. Auch keinen Biss gehabt, die anderen auch nicht. Ich probiere das jetzt noch mal einen Augenblick drüben aus. Und wenn das alles nichts gebracht hat, dann versuche ich mal eine Bahn ganz kurz hier vorne in den Steine irgendwo zu machen. Vielleicht auf 6, 7, 8 Meter. Und versuche da nochmal irgendwie einen löten Barsch zu fangen. Vielleicht auch nochmal so ein Mini-Arland, der da die Steine abgrast oder sowas. Ja, das wird auf jeden Fall ein hartes Brot hier. Da muss nur einmal die Lanze krumm gehen und eine schöne Platte dranhängen vom Kilo. Dann hat man sich hier schon ganz nach oben katapultiert. In der zweiten Stunde kam mal ein Schiff vorbei. Da habe ich noch mal 2 kleine Körbe nachgelegt draußen. Ohne Haken, ohne alles. Ich würde sagen, da angeln wir jetzt mal eine halbe Stunde konzentriert drauf. Und dann gehen wir noch mal ganz kurz mit einem Wurf auf die kürzere Bahn. Und dann probieren wir vorne in den Steine noch mal einen Barsch und einen Aal zu fangen. Das ist jetzt so, ja, mein Gedankengang, wie man sich hier vielleicht noch mit ein paar kleinen Fischen retten kann. Aber um hier wirklich zu gewinnen, braucht man den dicken Fisch. Definitiv. Ja, den muss man auch noch irgendwie fangen. Aber man sieht hier vorne auch in den Steinen nichts rumschwimmen, ne? Keine Rotaugen. Barsche auch nicht, nicht, dass man hier mal was irgendwie glänzt oder raubt, gar nichts. Also es ist echt merkwürdig. Normalerweise ist der Kanal ja dafür bekannt, dass hier relativ viel Fisch ist. Aber heute geht hier gar nichts. Schon echt merkwürdig. Weiß nicht, woran das liegt. Mal nachts wird es jetzt wieder richtig kalt draußen. Wir hatten heute Morgen auch nur 6 Grad gehabt. Das ist die 3. oder 4. Nacht, die so kalt ist. Kann natürlich sein, dass sie diesen Wetterumschwung nicht mögen. Ich sitze jetzt auch im Pulli und einer Fließjacke hier, also eine Stoffjacke. War schon echt merkwürdig. Aber schauen wir mal. Vielleicht können wir noch irgendwie einen Fisch hier rauslügen. Warten wir jetzt erstmal ab, was die nächste halbe Stunde auf der langen Bahn passiert.
Ja, Leute, ihr werdet es kaum glauben. Die letzte Stunde ist jetzt angebrochen und die Fische sind richtig massiv. Ach nee, sie sind nicht da. Kam gerade ein Angler vorbei, der hat schon zusammengepackt jetzt. Sagt in dem Sektor hier, in dem Bereich ist ein einziger Fisch gefangen worden. So ein kleiner 200 Gramm Aaland. Das ist eine absolute Katastrophe. Das ist, sagt er auch, das kennt er so hier überhaupt nicht. Das hat er so hier noch nie gesehen. Das ist unglaublich. Man kann hier machen, was man will. Hier kommt gar nichts. Also vorne habe ich mal versucht, ein paar Barsche zu fangen. Da ging nichts. Auf der Überseite nicht. Ich habe jetzt auf der kürzeren Bahn einfach mal liegen lassen. Einen Meter Vorfach angemacht. Ein kleines Würmchen. Zwei Pinkies auf dem 20er Haken. Nix, keine Reaktion. Absolut gar nichts. Richtig, richtig tot hier. Können wir mal Flo anrufen. Bei dem wird es auch nicht besser sein. Das ist unglaublich. Also das habe ich so noch nicht erlebt. Ich habe schon oft schlecht gefangen, aber nicht so. Na Flo, bist du schwer beschäftigt? Erzähl. Die Leute auf YouTube wollen wissen, wie es bei dir läuft. Ja, sehr gut. Ja. Wie viel hast du gefangen? Nicht einen. Sauber, ich auch nicht. Ein Fisch ist raus. Ja, der Richard Sanders hat das schon erzählt. Ein Fisch vom Platz Nummer 2. Ja. Und das war's. Die ersten Leute packen auch schon zusammen. Jo. Tja. Ich würde sagen, wir harren jetzt noch bis Punkt 14 Uhr aus und dann sehen wir zu, dass wir schnell nach Hause kommen. Ja, das machen wir. Alles klar, du, dann halt die Ohren steif. Bis dann, ciao. Tschüss. Ja, auch bei Flo nix. Das ist echt Wahnsinn. Jetzt wollten wir euch eigentlich ein spannendes Live-Match zeigen. Jetzt hat es endlich mal gepasst von den Terminen her. Ja, und nun sowas. Das ist natürlich eine absolute Katastrophe. Aber auch das ist Angeln. Ne? Aber irgendwie ist das in letzter Zeit auch Schema bei mir. Jedes Mal, wenn ich mit Ricardo unterwegs bin, dann sieht es irgendwie ganz schlecht aus in letzter Zeit. Ja. Den Bann müssen wir noch mal irgendwie durchbrechen. So geht das nicht. Ja, wir angeln jetzt noch mal die letzten, was sind das, 35 Minuten runter. Hoffnung, dass jetzt noch was passiert, habe ich ehrlich gesagt nicht mehr. Aber sag niemals nie. Na, man hat auch schon im letzten Wurf noch mal einen Fisch gefangen. Deswegen sitzen wir das jetzt hier noch mal aus. Ja, und sehen dann zu, dass wir nachher schnell nach Hause kommen. Ja, so ist das manchmal, ne? Aber wir waren an der frischen Luft, ne? Haben uns ein bisschen bewegt, sind nicht auf der Couch versauert, das ist ja auch schon mal wichtig, ne? Gut für die mentale Gesundheit. Schlacht ist geschlagen. Es ist tatsächlich heute ein einziger Fisch rausgekommen von 15 Anglern. Also sowas habe ich noch nicht erlebt. Dass ich mal OF bin, das ist ja okay und normal. Aber dass von 15 Leuten zu der Jahreszeit in so einem Kanal, wo wir, ich sag mal, 5 Kilometer weiter 15 bis 20 Kilo fangen können, das passiert. Also das ist schon, ja, erschreckend gewesen heute. Aber gut, so ist Angeln. Man kann nicht immer gewinnen. Es gibt auch mal solche Tage, finde ich auch immer ganz wichtig, sowas mal zu zeigen,
weil viele Leute denken ja immer gleich, dass man jedes Mal, wenn man losfährt, irgendwie 20, 30 Kilo fängt. Ist leider nicht so, schön wär's. Ja, deswegen freue ich mich auch immer noch nach wie vor auch mal über kleinere Gewichte von so 2, 3, 5 Kilo. Ja, die wären heute natürlich richtig geil gewesen. Aber naja, das ist Angeln. Ja, wir sehen jetzt zu, dass wir einpacken. Dann geht's ab nach Hause. Haben noch ungefähr 3,5-4 Stunden Fahrt. Das war jetzt das Schlusssignal. Ja, die Hälfte der Strecke ist schon zu Hause wahrscheinlich. Die haben relativ früh eingepackt. Das machen wir jetzt auch. Ich hoffe, ihr hattet ein schöneres Wochenende als wir. Bis denn.